Am Mittwoch gegen 5 Uhr ereignete sich auf der Talstraße in Zwickau ein folgenschwerer Unfall. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes die B93 in stadtwärtige Richtung. Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der PKW in eine Straßenbahnhaltestelle. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in dem Wartehäuschen. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Während der Unfallaufnahme, der Bergung und für die anschließende Straßenreinigung musste die B93 komplett gesperrt werden. Dies sorgte gerade in der Zeit des Berufsverkehrs für erhebliche Behinderungen. Es entstand nach polizeilichen Angaben ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro.